Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Vanfield und begrüße euch zu einem weiteren Sammlungs-Update-Video. Dieses Mal haben wir ein paar Numskull-Artikel, hinzu kommen noch ein paar Software-Updates für meine Sammlung und ein kleines Leckerbissen. Das kommt am Ende dieses Videos, das wird ein kleines Unboxing-Video sein, aber dazu dann später mehr. Ich freue mich, euch diese Sachen gleich vorzustellen. Ich würde sagen, ich hole jetzt die ganzen Sachen mal langsam her und stelle sie nach und nach vor. Bis gleich. Wie ihr vor euch sehen könnt, haben wir jetzt die zwei Tassen zu Resident Evil 3, ein paar Pin-Badges hier auf der linken Seite und das Stars RPD-Badge, das oder die Polizeimarke besser gesagt, die Jill eigentlich trägt. Fangen wir mal einfach bei diesen kleinen Badges an. Die gab es auch schon zu Resident Evil 2. Ich fand sie ganz in Ordnung und allein, dass das Design ja von diesem Biohazard Countermeasure Service kommt, also BCS, fand dies eigentlich ziemlich genial, diese dann auch zu besitzen oder dann hinterher zu holen. Es ist halt ein kleines Gimmick, nicht mehr und nicht weniger. Und ich denke, die macht sich in der Sammlung auf jeden Fall doch ordentlich was her, wenn man halt so eine Art kleine, ich sag mal, Merchandise-Abteilung im Fach oder im Regal oder in der Vitrine zu stehen hat. Finde ich immer so kleinere Leckerbissen, die fallen halt doch irgendwie ins Auge, ne? Als nächstes hätten wir hier nochmal das UBSC. Eine Tasse, wohlgemerkt, das Symbol ganz klar zu erkennen. Diese Tassen verfärben sich nicht oder ändern nicht ihr Aussehen oder so, wenn man sie mit heißem oder kaltem Wasser füllt. Es sind herkömmliche Tassen. Und das ist die kleine Variante. Und hier hätten wir nochmal die größere, die Welcome to Raccoon City Variante. Das Bild erinnert mich immer wieder an Evil Within. An diese Anstalt, die es da ja gab. Ne? Ich finde es halt, dass es so extreme Evil Within Vibes hat. Ne? Vielleicht hat man sich auch so ein bisschen daran orientiert, aber ja. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Herkömmliche Becher, diesmal in weiß gehalten. Finde ich ganz cool. Passt auch zu den RPD-Becher, was ich ja zu Resident Evil 2 hatte. Das war allerdings in Aluminiumformat, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere. Und nicht hier aus. So, als nächstes hat es leider nicht Vorschaubild geschafft gehabt, beziehungsweise hatte vorhin keinen Platz. Eine weitere Cappy, das den gleichen Aufdruck hat wie jetzt bei der Tasse, die wir eben gerade gesehen haben. Ich bin hinsichtlich dieser ganzen Cappys nicht so der Cappy-Träger-Typ, aber hin und wieder setze ich sie mir doch mal auf, um zu zeigen, aus welchem Franchise ich komme, beziehungsweise für welches Franchise ich mich halt so weit begeistern kann. Ne? Ansonsten. Innenaufzug haben wir hier nochmal Numskull ganz gut zu sehen. Und mehr ist es eigentlich nicht. Hinten nichts, ne? Und ansonsten hier nochmal das Welcome to Raccoon City Aufdruck, Logo, Dingens. Ein kleines Highlight hier von Numskull ist hier das RPD-Badge. Beziehungsweise ist das Stars-Badge, um genau zu sein. Das jetzt mit Resident Evil 3 dazu kam. Ich muss dazu sagen, dass das Ganze, ich kann es mal kurz öffnen, so eine Art, ja, kein schönes Verfahren von Numskull gewesen ist. Diese Stars Badge gab es schon einmal vor einem Jahr, als Resident Evil 2 released worden ist. Und die war relativ schnell ausverkauft gewesen. Und es hieß ja, dass sie limitiert ist und bla 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 bla, aber innerhalb von 8-9 Monaten war es dann wieder auf einmal doch erhältlich. Also da versucht man wieder mit dem Hype mitzurennen und versucht dann irgendwie so eine Art künstliche Limitierung hervorzurufen, um dann später diese Sachen wieder den Konsumenten, den Kunden wieder hinterherzuwerfen. Ne? Also ich gebe auf diese Limitierung von diesen Merchandise-Herstellern eigentlich gar nichts, weil letzten Endes sind das doch relativ hohe Stückzahlen, die sie halt produzieren. Ne? Und wie ihr es gesehen habt, Stars Badge ist wieder erhältlich, es ist wieder da. Das Ganze ist natürlich auch offiziell lizenziert, ne? Sonst würde ich es euch hier erst gar nicht vorstellen. Genau. Das ist so ähnlich verhält sich auch mit den ganzen Münzen und so weiter, die es zu Resident Evil 2 gab und die es jetzt wieder gibt. Diesmal halt diese Medaillons, ne, die man ja in Resident Evil 2 finden musste, um die geheime Treppe in Resident Evil 2 halt hervorzurufen im RPD. Ne? Die sollen auch angeblich relativ limitiert sein. Naja, darauf gebe ich nichts. Gehen wir weiter. Oder machen wir weiter mit den, ich sag mal, Enten. Okay, fragt mich nicht, wie man auf diese Idee kommen kann. Aber wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein paar Enten, die man ruhig mit in die Badewanne, in den Pool mit reinnehmen kann, um damit Spaß zu haben. Diesmal halt Enten als Resident Evil Cosplayer. Ich fange mal so an. Wir haben hier den Stars Chris
zu sehen. Ich finde sie relativ. Also, ich fand die Idee eigentlich relativ gut. Und sehr kreativ, muss ich dazu sagen. Obwohl es halt für manch einer sagt oder manch einer dann sagen würde: Naja, muss das jetzt sein? Ich fand's cool, auch die ganze Aufmachung und diese Box, mit der sie halt daherkommen, ne? Es gibt aktuell 4 Stück an der Zahl. Es gibt auch noch von anderen Franchises wie Assassin's Creed, glaube ich, Metal Gear Solid und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, komm, nimmst du die einfach mal mit. 4 Stück an der Zahl. Wir haben hier Chris, der eigentlich sein Aussehen aus dem Resident Evil 1 Original sehr nachempfunden ist. Also auch die Haare, bin ich jetzt mal der Meinung, was man halt von dieser Manga-Design, Artwork kennt aus den ganzen Spielanleitungen, ne? Ja, wegen Chris Redfield. Dazu seine langjährige Partnerin Jill, diesmal hier in der Resident Evil 3 Variante. Leider kann ich euch ihr Gesicht nicht genau zeigen, weil sie halt, ja, mehr in die andere Richtung guckt und demzufolge leider mal nichts erkennen kann. Vielleicht sehen wir uns ja hier auf diesen Produktbildern. So ein bisschen könnt ihr was sehen, ne? Genau, hier haben wir Jill, hier in Resident Evil 3 Outfit. Vielleicht nochmal so genauer zeigen oder so noch besser, ne? Relativ niedlich das Ganze. Ob man es alle haben muss, ist ja dahingestellt. Lassen wir mal so stehen. Aber ich denke, als Komplementierung machen sie auf jeden Fall was her. Leon in seiner Neuinterpretation, also Design aus Resident Evil 2 2020, 2019. 2020 kam mal Resident Evil 3 raus. Genau. Hier nochmal ganz gut zu sehen. Das neue Kostüm und das neue Outfit. Sogar mit dem Stars-Logo erkenne ich gerade. Kann man das gesehen? Ja, so relativ. Stars-Logo, sorry, RPD-Logo. Ja, mal gucken, mal schauen, da. Und zu guter Letzt, Chris' Schwester Claire Redfield auch in der Neuinterpretationsvariante. Sogar mit einem Funkgerät hinten dran. Ich weiß nicht, ob man es jetzt genau sehen kann. Die Beleuchtung ist geradezu extrem. Aber auf jeden Fall hat sie da hinten noch ein Funkgerät. Da könnt ihr es vielleicht sehen. Ungefähr auf der Höhe. Da ist das Funkgerät. Claire mit der. Sogar mit der schönen Kette. Also, die haben schon an viele Details gedacht. Damit die Charaktere halt dementsprechend auch nachempfunden sind. Ne? Das sind ja Cosplayer, ne? Enten, die halt die Resident Evil Charaktere cosplayen. Genau. Das war's. Jetzt an diesen ganzen Merchandise-Artikeln und jetzt kommen wir wirklich zu der Softwareabteilung und danach mache ich noch ein kleines Unboxing. Vom lieben Daniel habe ich etwas erhalten, womit ich meine Biohazard HD Remaster Collector's Edition komplementieren konnte. Und zwar handelt es sich um diese Box hier, diese Star Special Tactics und Rescue Service Box. Diese beinhaltet ein Notizbuch, dazu einen kleinen ja, Clip, womit man Geld zusammenbündeln kann, beziehungsweise anklammern kann. Ich glaube, noch ein kleines Notizbuch und was das Highlight hier drin ist, ist ein Lamy-Füller. Ein Lamy-Füller im Stars-Design, im RPD-Design. Natürlich werde ich das Ganze jetzt nicht auspacken. Es ist Factory Sealed, wie ihr sehen könnt, und was Factory Sealed ist, bleibt auch Factory Sealed. Vielleicht komme ich noch irgendwann mal an eine zweite ran, die ich dann öffnen werde. Aber das hat mir gefehlt gehabt, um diese Box hier, diese HD Remaster Collector's Edition zu vervollständigen. Und jetzt ist alles soweit komplett. Ich bin mega happy. Danke, Dani, dass du es mir ermöglicht hast. Ja, ich denke, dazu werde ich mal in einem separaten Video eingehen auf diese kleine Box, denn die ist relativ schön und mit Abstand zählt sie zu den schöneren Collector's Editionen. Wie soll es auch anders sein? Es ist ja halt wieder so ein Japan-Only-Dingens, ne? Dazu aber dann in einem separaten Video bestimmt irgendwann mal mehr. Zusätzlich dazu habe ich noch von Daniel die Biohazard 3 Demo erhalten. Das sind diese allzeit bekannten Shop-Demos, die man halt in den DVD-Player reinsteckt und sie dann Demos abspielen, beziehungsweise Trailer beinhalten, Informationen. Das sind einfach nur Werbematerialien, nicht mehr und nicht weniger. Dies ist auch Factory Sealed. Und in Zeiten von der digitalen Scheiße, die es halt momentan gibt, ne, und die Konsolen immer mehr auf digital getrimmt werden, werden diese Dinger irgendwann mal Luxusgüter sein. Irgendwann mal so selten, dass sie wahrscheinlich für das Dreifache, vielleicht sogar für das Vierfache dann verkauft werden, für die Preise, als die man sich dann gekauft hat. Ne? Und deswegen, wenn ihr an sowas rankommen solltet, sowas haben solltet, kauft sie euch, solange die Preise noch relativ unten sind. Ich glaube, in 5 bis 10, na, 5 jetzt nicht, aber vielleicht in 10, 15 Jahren sind solche Dinger nur noch Geschichte und es wird alles noch digital vertrieben heutzutage. Ne? Leider ist es so und diese ganzen Promo-Disc, Shop-Demos
whatever, sind ja eine aussterbende Spezies. Ich sag's, wie es ist. Der Daniel wäre nicht Daniel. Und ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn er sowas macht. Wenn er noch nicht noch irgendwelche Goodies mit reinstecken würde. Es hat nichts mit Resident Evil zu tun, aber darüber habe ich mich auch gefreut gehabt. Das ist ein ganz normaler Schlüsselanhänger zu Devil Within 2. Packe ich in meine relativ kleine Devil Within-Sammlung mit rein. Ich habe, ich glaube, von Evil Within 1 habe ich die Collector's Edition. Zweimal, glaube ich, dazu diese Promo-Boxen, wo es halt ein T-Shirt dazu gab, ein DLC-Code und so weiter und so fort. Daniel, nochmal vielen, vielen Dank. Digga, ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn du mir irgendwas noch mit dazu reinpackst, ehrlich. Aber naja, vielen, vielen Dank, Großer. Vielen, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall Daniel nochmal verlinken in der YouTube, in der Videobeschreibung, damit ihr seine Sammlung dann auf Instagram noch verfolgen könnt. So, last but not least. Hier das kleine Päckchen. Das kam heute Vormittag an. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Also, wir haben es jetzt, glaube ich, lass euch mal auf die Uhr gucken, Leute. Wir haben es jetzt, glaube ich, um 4:30 Uhr morgens oder so. Frag dich, warum ich jetzt wach bin. Mein Schlafrhythmus ist ja hinüber. Wir machen es mal schnell auf. Zack. Hoppala, jetzt ist mir die Kamerahalterung. Ja, es passiert. Die Kamerahalterung ist mir jetzt kurz abgefallen. Also schnell installiert. Und zack. Na komm schon. Sollte es gewesen sein, aus datenschutztechnischen Gründen werde ich das Ganze jetzt nur von der Seite machen. Ich habe zwar die Namen und die Adressen soweit umschrieben bzw. Schwarz gefärbt, damit man sich genau sieht, wer der Absender ist bzw. wo meine Lokalisation ist und so weiter und so fort. Aber ich muss jetzt schon lachen. Easy. Gibt wieder Kameleier. Und Bulleneier. Oh, man muss das dazu sagen. Nee, das sind nicht die Sachen, die ich gekauft habe, um Gottes Willen. Immer wieder diese kleinen Leckereien von Izzy. Ich danke dir, Großer. Vielen, vielen Dank. Ja, das Ganze kam von Izzy, auch einem langjährigen Sammlerkollegen mittlerweile. Und neben Daniel auch einer der zuverlässigsten überhaupt. Wie man sehen kann, das Ganze ist auch bombenfest verpackt. Jetzt muss ich es nochmal aufmachen, aufschneiden, aufschneiden, aufschneiden. Vorsichtig natürlich, wir wollen hier nicht kaputt machen, ne? Wobei, so, einmal. Hierbei handelt es sich um etwas Exklusives, was es nur für die Amerikaner gab, oder für Nordamerika besser gesagt. Es war mir ein Rätsel gewesen, warum Europa, geschweige denn Japan, das hier nicht erhalten hatte. Ne? Der eine oder andere kann sich schon denken, was es sich handelt. Von der Größe her ist es auch relativ ersichtlich. Ne? Na, kommt schon, Jungs, kommt raus. Mega verpackt. Und zwar handelt es sich hierbei um das Best Buy Exklusiv-Steelbook zu Resident Evil 3, was es halt, wie schon sagte, nur in Amerika gab. Ne? Auf der anderen Seite ist halt Jillettes Motiv, das Ganze natürlich zweimal. Warum zweimal? Ich wollte anfänglich, ursprünglich, wenn es soweit gewesen ist, ein Unboxing-Video machen, ne, zu der Steelbook-Geschichte. Die eine Variante wollte ich definitiv sealed lassen und die andere wollte ich euch öffnen und dann dementsprechend euch dann auch präsentieren, auch Inlay und so weiter, die Verarbeitung und so weiter und so fort. Letzten Endes habe ich mich doch dagegen entschieden, vorerst, denn ich bin noch eine Sache hinterher und da wird mir das Steelbook sicherlich eventuell weiterhelfen können. Denn das werde ich als Tausch nutzen. Um halt, also eins der beiden Steelbooks werde ich dann halt als Tauschoption, denke ich, nutzen, um an das Objekt, was mir jetzt auch für meine Resident Evil 3 Software-Sammlung fehlt, ranzukommen. Dazu aber später mehr. Ja, ich finde jetzt, also ich sehe jetzt die Steelbooks zum ersten Mal in Hand und muss sagen, sehen relativ in Ordnung aus. Also wären sie geprägt, ne? Sei es jetzt hier Nemesis Gesicht und die einzelnen Strukturen hier oder halt hier der Schriftzug Resident Evil 3,
dann wäre das Ganze natürlich dementsprechend viel, viel hochwertiger. Ansonsten, eine Beleuchtung ist jetzt gerade so ein bisschen semi-produktiv. Relativ bläulich gehalten. Dann werde ich, denke ich, davon nochmal ein paar Fotos machen. Die könnt ihr auf meiner Seite dann sehen, auch auf Instagram unter Chris Wellenfield findet ihr mich, wenn ihr mögt. Und das war es eigentlich. Das war jetzt mein Sammlungsupdate, mein Sommerupdate, beziehungsweise das kleine Unboxing-Video zu diesen zwei SD-Books. Ismail Abi, vielen, vielen Dank, großer Izzy, vielen, vielen Dank. Ich kann dir nicht oft genug danken. Ne? Es war ein super Deal gewesen, dass du dich da auch rangeklemmt hast, die ganze Sache. Es hat ja ewig gedauert gehabt. Ne? Wir haben ja echt lange drauf gewartet. Und ich denke an dich das nächste Mal, ehrlich. Also, wenn ich das nächste Mal was haben sollte, ne, kriegst du auf jeden Fall. Ich bin noch ein paar Sachen hinterher. Ich habe dich nicht vergessen, ne, was die Resident Evil 2 Promo angeht. Ich habe dich noch nicht vergessen. Ich bedanke mich erstmal auch bei euch fürs Zuschauen, ne, und weitere Updates folgen in den nächsten Tagen, Wochen, wenn ich dann aus dem Urlaub zurück bin. Denn ich habe ja noch ein paar Sachen, die ich euch noch nicht vorgestellt habe, die ich seit ja, Januar, seit April und seit letzten Jahres, seit anderthalb Jahren kann man eigentlich schon fast sagen, habe oder in meinem Besitz habe. Ne? Dazu aber dann später mehr. Das sind die zwei Highlights, die zwei SD-Books zu Resident Evil 3. Beziehungsweise der ein und derselbe SD-Book, identisch. Ne? Frontcover Nemesis, Rückcover Jill Valentine. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.